Grüß Gott alle zusammen. Ich hoffe, Sie sind gesund und wohlauf. Und wir alle dürfen ja miteinander hinschauen, wie es uns besser geht, wenn wir die Hilfen der Natur in Anspruch nehmen. Hinter mir das Bild, das zeigt den heiligen Augustinus, wie er gerade sinnierend in den Himmel hinaufschaut. Er hat sich aber genauso mit den Dingen hier auf der Erde beschäftigt, mit den Pflanzen, und hat gesagt, Menschen, schaut in das Buch der Natur, wo euch die Sympathie des Schöpfers entgegenkommt. Ein pflanzliches Wesen, das beim ersten Anblick gar nicht so sympathisch ist, das ist die Brennnessel. Und dennoch ist sie eine ganz liebenswerte Pflanze, ein ganz wertvolles Heilkraut. Und die Brennnessel steht bald irgendwo auf einem sauberen Platz zur Verfügung, und ich lade ein, diese Pflanze einmal auch zu verwenden, auf ganz verschiedene Art und Weise. Natürlich ist ganz klar, dass manchen vielleicht der Brennnesselspinat in den Sinn kommt. Ich aber möchte eher hinweisen jetzt auf einen Tee, den man auch aus den frischen Blättern machen kann, um zum Beispiel die Nierenfunktion anzukurbeln und das Blut somit zu reinigen. Man kann aber jetzt auch, gerade solange die Blätter noch weich sind, die Brennnessel hernehmen und selber trocknen, damit sie das ganze Jahr über im eigenen Haus zur Verfügung steht. Eben für einen Tee, den ich dann hernehme, um mich wieder fitter zu machen, um den Körper zu entschlacken und das Blut zu reinigen, oder eben ab und zu etwas für meine Gesundheit zu tun. Die getrocknete Pflanzendroge enthält ja zum Beispiel auch Mineralstoffe. Und da kann ich hergehen und kann eben die Blätter zerreiben, und ich kann sie zum Beispiel in kleinen Mengen in eine Sauermilch oder in eine Buttermilch rühren, das eine Zeit lang ziehen lassen und dann trinken. Dann nehme ich die Wirkstoffe der Brennnessel entgegen. Also das ist eine Möglichkeit, die auch mit Genuss in Verbindung steht und die mir die Gesundheit, wie Hans Moser sagen würde, zitzelweiß in den Körper hineinbringt und mir auch einen gesundheitlichen Gewinn verschafft. Die Brennnessel kann man aber auch nutzen, indem man dann die Blüten, die sich auf den Pflanzen drauf befinden, und dann später die Samen, dass man die ebenfalls trocknet und als Gewürz verwendet. Das dauert noch, bis man das machen kann, aber ich sage es jetzt schon, damit man dann die Gelegenheit nicht verpasst. Ja, zitzelweiß die Gesundheit entgegennehmen, das ist doch etwas Schönes. Und wenn ich dazu ein bisschen etwas beitragen kann, dann würde es mich freuen. Ich wünsche allen noch viel Freude, Kraft, Gesundheit und Zuversicht. Alles Gute!